Er ist einfühlsam, teamfähig und sehr verständnisvoll. Freundlich, fürsorglich, aktiv. Ich bin Facharzt für Chirurgie. Hobbys ist mein Beruf, meine Familie. Wenn ich Urlaub habe, reise ich gern. Aber ich nehme mir schon genügend Zeit, auch um nicht nur Chirurgie auszuüben. Warum sind Sie Arzt geworden? Wahrscheinlich am ehesten, weil ich aus einer Arztfamilie stamme. Schon mein Vater war Chirurg und es ist ja nicht selten, dass Arztkinder auch gern Medizin studieren, weil sie sehen, dass das ein Beruf ist, der viel Freude macht, der viel Befriedigung verschafft, persönlich auch, den man gerne ausübt. Das Schöne an der Chirurgie im Besonderen ist, dass es ein sehr befriedigender Beruf ist. Man kann sehr vielen Menschen helfen. Also es ist insgesamt irrsinnig abwechslungsreich und sehr spannend. Ich kann natürlich nur von meiner Warte, also als Chirurg, über neue Behandlungsmöglichkeiten sprechen. Und da geht es um neue Operationen. Es ist ja nicht so, dass man da schnell aufspringt drauf, sondern auch neue Operationsmethoden, Operationsverfahren bedarfen ja einer wichtigen Prüfung, bevor man sie am Patienten anwendet. Weil der Patient erhofft sich eine Heilung, Besserung und nicht eine Verschlechterung oder eine sinnlose Operation. Für die eigene Weiterbildung bleibt immer genügend Zeit. Einerseits hat man natürlich Zeitschriften abonniert, man liest regelmäßig Artikel, aber die regelmäßigen Kongressbesuche im In- und auch im Ausland sind überaus wichtig, um am Puls der Chirurgie zu bleiben. Weil es ändert sich dermaßen rasch alles, auch die Operationsmethoden. Man sieht es auch heutzutage bei den einzelnen Spezialdisziplinen, die auch in der Chirurgie sich weiterentwickeln, sodass also die Weiterbildung ein Muss ist. Nicht nur für die Ärzte gesetzlich vorgeschrieben, das außerdem. Die Ängste sind ganz unterschiedlich. Ne? Vor kleineren oder banaleren Operationen, wie zum Beispiel der Leistenhochoperation, wird der Patient weniger Angst haben als vor einer Darmkrebsoperation, wo er unter Umständen Angst vor einem künstlichen Ausgang hat oder vor Komplikationen. Also es ist auf jeden Fall ganz wichtig, auf den Patienten einzugehen, ihm die Angst zu versuchen zu nehmen, um den Genesungsprozess rasch durchzuführen.